Mitten in Schesel stehe ich in einer kleinen Laube und bin umgeben von tausenden Zollstücken. Eine Panne nach Maß, sozusagen. Matthias Rathjen sammelt sie schon seit 25 Jahren. Ja, das sind so bei 10.000 rum. Also, ich habe jetzt auch noch eine Schränke, die ist auch noch bis oben hin voll. Und ja, wie ihr seht, ich habe ja auch nicht mehr so viel Platz. Als Landschaftsbauer hatte er eh ständig Zollstücke auf Tasch. Aus einer Schnapsidee wurde dann eine Art Lebensaufgabe. So immer auf dem Bau gewesen. Und dann immer war ich, ja, hast mal einen Zollstock. Und dann waren das 20, dann waren es 50, dann waren es 100. Sind immer so mehr geworden. Und dann viele Freunde sind vorbeigekommen. Und die hatten dann auch mal gleich ein Geburtstagsgeschenk. 10.000 Zollstöcke mal 2 Meter. Er könnte also alle ausklappen und in 20 Kilometer Länge von hier nach Sottrum legen. Aber wir wollen ja nicht seine Ordnung durcheinander bringen. Ja, Sie haben richtig gehört. Es gibt hier eine Art Ordnung. Da ist Beton, da sind Baumärkte, da sind Heizungsfirmen, da sind ja, Fußballvereine, da sind Dachdecker. Viele sind ein historisches Dokument. Humor von gestern. Naja, oder vorgestern. Fliesenleger, da stand dann drauf, wir kacheln ihre alte und fliesen ihre neue oder sowas. Das ist hier so ein Bestattungsunternehmen. Da steht auf der einen Seite, nehmen Sie schon mal Maß und auf der anderen Seite, bei uns liegen Sie richtig, Ihr Bestattungsunternehmen. Das hier ist übrigens kein Bild aus einem kaputten Tintenstrahldrucker, wie mir mein Kameramann erklärt. Das verstehst du nicht, ne? Ah. Das ist ein Bild, Freddy, aus Zollstöcken. Ah, quasi eine Collage. Eine Zollage. Zu Hause habe ich auch einen Schuppen voll mit Zollstöcken. Hätte ich gewusst, was heute auf mich zukommt. Aber wenigstens hat Jörn einen halben dabei. Das können wir nicht machen. Und außerdem, den hast du wahrscheinlich auch schon. Und halbe Sachen machst du nicht. Nee, kaputte Dinger nehme ich sowieso nicht. Der ist doch noch gut. Hä? Nee, aber da ist nicht so genug Werbung drauf oder so. Nee, das ist nichts für mich. Guck mal, der will den nicht mal anfassen. Nee. Nimm deinen Zollstock. Sonst muss ich ihm noch einen per Post schicken. Ich habe da eine ganz kreative Idee. Hast du schon einen personifizierten Zollstock, wo dein Name draufsteht? Ja, einen haben meine Kumpels mal gemacht. Oder 10 Stück so auf dem Hall. Okay, ja. Zollstockmäßig ist er gut abgedeckt. Da kann man ihn nicht großartig überraschen. Ich habe hier auf meinem Handy einen Zollstock. Willst du den sonst haben? Ja, gerne. Den würdest du nehmen, ne? Ja. Nee. Und so eine Handy-Zollstock-App würde auch das schöne Bild hier kaputt machen. Was der Zollstocksammler und ich Entenbesitzer gemeinsam haben, dass wir trotz Ecken und Kanten an unseren Raritäten nichts ändern wollen. Denn sie sind gut, wie sie sind. Guten Rutsch!